Ein anderer Begriff, der mich jahrelang aufgeregt hat, Chaostage. Erinnert sich daran? Chaostage Hannover. Was war da los in Hannover bei den Chaostagen? Ein paar tausend junge Menschen, von mir aus Spinner. Die sind mit bunt gefärbten Haaren, zerrissenen Klamotten, Ring in der Nase, im Ohr oder wo sie es gerne haben. Bierdose in der Hand, besoffen, grölend durch die Stadt gezogen. Ja, das nennen wir im Rheinland Karneval. Ja, sagt der Karnevalist, aber der Karneval ist organisiert. Ja, sagt der Punker, aber organisiertes Verbrechen ist doch noch schlimmer. Ja, sagt der Karnevalist, aber die Straßenschlachten mit der Polizei. Ja, sagt der Punker, was glaubt ihr eigentlich, was in Köln am Rosenmontag los wäre? Wenn die Polizei den Einsatzbefehl hätte, alle Leute aus der Stadt zu bringen, die kostümiert besoffen durch die Gegend laufen. Oder bei uns in Düsseldorf, meine Damen und Herren. Wir haben ja nicht viel in Düsseldorf. Ab und zu mal einen Skiweltcup, ja, okay. Da muss man allerdings mal sagen, meine Damen und Herren, wer auch immer hier für das Wetter verantwortlich ist, Kompliment, also sinnvoller ist ein Orkan noch nie eingesetzt worden. Wir haben nicht viel in Düsseldorf, aber wir haben zum Beispiel die größte Kirmes am Rhein. Ich weiß, ob Sie schon mal da sein mussten. Dieser Event wird an 9 Tagen von 5 Millionen Chaoten besucht. Und diese Menschen verfolgen größtenteils vor allem ein Ziel, sich in möglichst kurzer Zeit mit Bratkartoffel, gebrannten Mandel, Zuckerwatte, Popcorn, Reibekuchen, Schaschlik, Bob Fritz, Frikadellen, Champignons etc. vollzustopfen. Das Ganze löschen die mit Litern vom Bier ab. Derart präpariert, begeben die sie auf speziell konstruierte Geräte und lassen sich so schwindelig drehen, dass sie hinterher den teuer erworbenen Mageninhalt in den Vorgärten der begeisterten Oberkasseler Anwohner entlagern. Neun Tage lang. Die Hannoveraner wissen gar nicht, was Chaos ist. Und die Straßenschlachten mit der Polizei in Hannover damals, die sind ja nur einmal vorgekommen. Die sind ja jedes Jahr im Fernsehen wiederholt worden, weil das so schöne Bilder waren. Einmal ist es passiert. Und die Straßenschlachten kamen damals nur zustande, weil die Polizei unbedingt 2 Barrikaden auflösen wollte, die die Punker dafür ein Wochenende errichtet hatten. 2 Barrikaden, ein Wochenende. Ich bitte Sie, wenn bei uns die Kirmes ist, da sperren die halb Oberkassel mit Barrikaden ab. Da kommen sie mit dem Auto überhaupt nicht mehr durch. Meinen Sie, die Polizei wird die Barrikaden wegräumen? Bei uns bewacht die Polizei die Barrikaden. Oder Schützenumzug. Kennen Sie Schützenvereine? So eine Art bewaffneter Trachtenverein. Wenn bei uns Schützenumzug ist, meinen Sie, die Polizei würde dafür sorgen, dass sich diese militaristische Demonstration sofort auflöst? Damit die mit dem Auto wieder durchkommen? Nein, es wird abgesperrt. Und wir haben allein in Düsseldorf mehr Schützenvereine als Hannover Punker hat. Ich wüsste auch nicht zu sagen, wer bekloppter aussieht. Kann jeder für sich selbst entscheiden, junge Männer mit grünen Haaren oder alte Männer mit grünen Hüten? Sehen Sie es doch positiv. Vielleicht sind ja die Punker von heute die Schützenvereine des nächsten Jahrhunderts. Das ist entstehendes Brauchtum.